Nach der Beurlaubung von Michael Demgen ist die TuS Koblenz auf intensiver Trainersuche. Der Verein hat heute über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Seit Montag wurden zahlreiche Gespräche geführt. TuS Koblenz Geschäftsführer Ulrich Schulte-Wissermann. Zunächst haben wir mal ein Anforderungsprofil erstellt, wie unser neuer Trainer denn vom Typ her sein soll. Soll temperamentvoll sein, soll die Mannschaft motivieren. Das ist wichtig. Dann haben wir eine Vorauswahl getroffen und im Moment führen wir eine Vielzahl von Gesprächen. Wir haben noch bis zum Wochenende einige Termine abzuklappern und dann werden wir uns im Anschluss an diese Gespräche sicherlich irgendwie entscheiden. Ob bereits gegen Hoffenheim 2 am Sonntag ein neuer Trainer auf der Bank sitzen wird, ist nicht klar.